Hallo Leute! Ich habe heute wieder was ganz Tolles zum Auspacken. Und zwar ist es noch zu. Hier seht ihr der Beweis. Die Riffelkante ist noch zu. Und zwar ein super Craft-Paket. Ich bin total gespannt, das auszupacken. Das ist was Kreatives, was für die Entspannung. Ja, schaut einfach mal rein. Ich packe es jetzt mit euch aus. Und ich bin selber total gespannt, weil das duftet schon. Wenn ich an dieses Paket rieche, das duftet herrlich. Das ist ein kleiner Hinweis, bevor ich es aufmache. Bis gleich! Nun wollen wir die schöne Box auspacken, mit euch zusammen, die Superkraft-Box. Hier war noch ein schönes Heftchen dazu. Ich habe mir das mal durchgeguckt. Also ich finde, das ist so gut gestaltet. Ich finde immer gut, wenn was durchdacht ist und man sieht, wenn die Liebe zum... ja, zu seiner Arbeit, wenn man das sieht, wie schön es gemacht worden ist. Ich zeige euch das mal kurz. Das sind die beiden hier, die das machen. Finde ich total genial. Man hat auch direkten Kontakt zu den beiden. Das finde ich auch super. Die sehen auch sehr sympathisch aus, wie ihr seht. Es dreht sich halt alles um Handarbeit, um Kreativität. Zeit für sich zu nehmen, wirklich mal für sich was zu basteln oder für andere zu basteln. Einfach mal wirklich in Ruhe. Ja, einfach mal ruhige Minuten für sich zu haben. Da könnt ihr sehen, wie viel verschiedene Sachen es gibt. Und zwar haben wir hier, habt ihr die Möglichkeit, ein einmaliges Kit zu bekommen. Das wären dann 35 Euro. Und je nachdem, in welchem Abo ihr es macht, Dreier-Abo oder Sechser-Abo, wird es natürlich günstiger. Das finde ich richtig genial. Und ihr müsst dran denken, es ist inklusive Versand, das ist sowieso auch nochmal gut, dann hört sich der Preis noch besser an. Wenn ihr jetzt rechnet im 6er-Abo, dann nochmal Porto rausrechnet, dann ist das völlig okay, das ist völlig, also ist ein super Angebot, denke ich. Und wie gesagt, zum einmal probieren finde ich das auch gut, dass man die Möglichkeit hat, es einmal zu testen, ob es einem gefällt oder vielleicht zum Verschenken. Finde ich wirklich gut, weil es gibt viele Abo-Boxen, wo man wirklich dann gleich einen Jahresvertrag machen möchte und man weiß gar nicht, wie die Box ist. Das ist ein großer Vorteil. So, genau. Hier gibt es die verschiedenen Boxen. So, und ich habe diese hier. Also diese müsste ich jetzt haben. Gucken wir gleich mal rein, weil die duftet total schön. Wahrscheinlich so ein bisschen lavendelmäßig. Also jedenfalls ist es auch schon wirklich ein sehr, sehr ansprechendes Heft, was sich gut durchliest. Hier ist die Verpackung nochmal. Hier sind die zwei wieder. Da auch nochmal. Mit einer persönlichen Note. Also ich finde es gut, wenn ein Geschäft oder ein Laden oder ein Online-Geschäft, egal was, immer persönlich ist. Das spricht mich eigentlich noch mehr an. So, jetzt packen wir nun endlich aus. Hier seht ihr, hier steht noch vor. Hier könnte man, wenn man es jetzt verschenken möchte, könnte man noch schön den Namen hierauf geben. So, jetzt machen wir es hier mal auf. Ich habe jetzt bestimmt vier, fünf Tage gewartet, um jetzt endlich das Video zu machen. Dann gucken wir mal rein. Ganz frisch für euch geöffnet, also alles so. Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Superkraft Herbstkit 2015. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Oh, so ein guter Spruch. So, um dieses geht es heute. Um Seifen machen. Gehe ich jetzt mal kurz davon aus. Muss ich mal kurz gucken. Das müsste ich mir natürlich erstmal in Ruhe durchlesen, bevor ich das mache. Und es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil von diesem Set geben. Ich werde das auch noch austesten. Na, guck mal. Also, das ist ja wirklich auf Idioten sicher gemacht. Ihr habt hier die ganzen Produkte. Total genial. Und dann die Herstellung. Guck mal da. Das Kokosfett schmelzen. Welche Sachen man dazu gibt. Es ist ja wirklich... Also nach der Anleitung kann man meiner Meinung nach eigentlich nichts falsch machen. Finde ich total genial. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der nicht lange, ganz lange Bedienungsanleitungen liest, dann probiere ich es erst aus. Aber dadurch, wenn es gleich bildlich, finde ich total genial, total coole Idee, bildlich dargestellt ist, dann braucht man nicht so viel lesen. Finde ich total praktisch. Auch ein Badesalz kann man auch machen, guckt mal hier. Und Peeling fürs Gesicht und Körper. Body and Face Peeling. Das hört sich ja spannend an.
Hört sich total spannend. Also wie gesagt, super dargestellt. Das kriegt, glaube ich, jeder hin. Also echt genial. Blaue Eiswürfel. Genial. Cool. Jetzt gucken wir mal rein. So, ja. Also Leute, wenn ich jetzt nicht gleich weiß, welche Blüten welche sind, dann ja, nehmt es mir nicht krumm. Ich bin nicht so... Das riecht schon mal sehr, sehr lecker. Jetzt könnt ihr mal raten, was es ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt keiner, der einen grünen Daumen hat, aber das riecht total, ja, total blumig. Riecht wirklich schön. So, schauen wir mal hier. Das könnten vielleicht Rosenblätter sein. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Wie gesagt, es steht ja alles im Heft. Ich werde es mir durchlesen. Ich werde dazu dann wirklich noch ein Video machen. Und das ist jetzt wirklich nur auspacken, weil ich kann nicht beides, da bin ich zu aufgeregt. Ich liebe sowas. Hier nochmal ein Prospekt. Das könnt ihr dann alles in einem weiteren Video sehen. Hier sind ein paar Förmchen. Hier eine Streichholzschachtel. Ich glaube, das ist für dieses Duftpotpourri, wenn ich mich nicht täusche. Da gucke ich dann nochmal nach. So, was haben wir hier? Ist auch alles total genial eingepackt. Ich denke mal, das wird die Rohseife sein. Wisst ihr, dass ich habe noch nie Rohseife in der Hand gehabt. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Oder ist es das Kokosfett? Ich glaube, das ist die Rohseife. Das müsste die Rohseife sein. So sieht die Rohseife aus. Habe ich noch nie, habe ich schon gesehen, habe ich noch nie in der Hand gehabt, wollte ich immer mal machen. Perfekt. Also es ist jetzt, das Set ist so auf mich abgestimmt, muss ich mal sagen. Ich wollte das schon immer mal machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Sommerfest ist oder so, denn bei uns, dann sind immer die Kinder gleich dran und dann kann ich mich als Erwachsener schlecht dazusetzen und mal sagen, ich möchte gerne mal eine Seife machen. Ja, ist dann immer ein bisschen, ja, da lässt man den Kindern den Vortritt. So, das sieht aus wie das Salz. Das Meersalz. Das ist auch verschiedenkörnig, also ein paar größere Stücken bei und ein paar kleinere. Sieht sehr interessant aus. Ich liebe auch Badewanne, also ich liebe auch Badesalz. Badesalz habe ich eigentlich immer, nun kann ich mir das selber herstellen. Dann haben wir hier noch eine Silikonform. Das Gute ist natürlich, wenn ihr euch so ein Set besorgt, ihr braucht nicht mehr in verschiedene Läden rennen. Ihr habt alles in einem Set. Das ist einfach, ja, das ist total entspannt. Und wenn ich immer einkaufen gehe oder sagen wir mal so, wenn ich bei YouTube irgendein Video sehe, wo ich sage, oh, das würde ich gerne mal nachmachen, wenn ich denn 100.000 Zubehörartikel erstmal kaufen muss, dann verliere ich schon die Lust. Das ist einfach, so hat man, ist es entspannt, man macht den Karton auf, es ist alles bei, man kann theoretisch sofort loslegen, was ich, wie gesagt, in einem anderen Video machen werde. Und das finde ich doch schon wirklich, das ist ein großer Vorteil. Und wenn jetzt zum Beispiel die Rohseife ausgeht oder wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Produkte jetzt nicht mehr hat, die kann man sich ja nur auch danach kaufen. Die Silikonform hat man, die geht ja nicht kaputt und so bestimmte Sachen. Und die Anleitung hat man, man kann sich ja immer wieder was nachkaufen, wenn man diese Seifen denn gerne nochmal nachmachen möchte. Also total schön, die Silikonform. Und außerdem ist es wichtig, mal Zeit für sich selber zu nehmen. Das ist viel zu selten, dass man mal kreativ sein kann. So, jetzt haben wir noch eine Packung. Da haben wir auch noch einiges drin. Und zwar Natron. Ja, da wird man die Lauge machen. Natron. Kaiser Natron. Sieht sehr interessant, sieht total nostalgisch aus, finde ich. Hat was. So, was haben wir hier? Teekampagne. In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Mhm. Sieht aus wie Tee. Ich tippe jetzt mal auf Tee. Wenn es falsch ist, dann reine Zitronensäure. Reine Zitronensäure. Schon spannend. Muss ich jetzt mal aufmachen. Ist ja wirklich spannend. So, hat man zwei Päckchen reine Zitronensäure. Mhm. Ist ja spannend. So, und hier haben wir noch lecker Orange. Das wird wahrscheinlich ein Aroma sein. Ich rieche jetzt mal dran. Hoffentlich schütte ich es nicht aus.
Oh ja. Das riecht lecker. Jetzt kriege ich gleich Lust, mir eine Orange aufzupellen. Wir haben noch. Das, schade, dass es kein Duftfernsehen gibt. Das riecht richtig toll nach Orange. Wahnsinn. Das riecht richtig lecker. Steht sogar drauf, leckers. Total gut riecht das. Und einmal Lebensmittelfarbe. Ein Blau. Wie es ja auch in dem Prospekt ist. Blaue Lebensmittelfarbe. Ja, bin ich total gespannt. Also das sind die Produkte hier, die ihr alle in diesem Set findet, in diesem Herbstset. Ihr könnt euch auch, wenn ihr auf die Seite geht, könnt ihr euch auch ausruhen, welches Set ihr haben möchtet. Das finde ich auch wirklich genial, weil alle Sachen, also für mich zum Beispiel, wenn ich mir das jetzt bestelle, mich wurde jetzt, ich kann nicht nähen. Ich kann einfach nicht nähen und da würde ich mir wahrscheinlich kein Set kaufen, wo ich jetzt nähen könnte. Also ich würde mir immer irgendwas, ja, hier sowas ein bisschen zum Rummanschen, so Seife machen, das macht ja total Spaß. Oder gibt ja noch viele andere Sachen. Das Einzige für mich ist eben das nicht so spannend, weil ich es nicht kann. Und viele, ich weiß, dass viele von euch nähen und da denke ich, dass da auch super Sets bei sind. Ich denke, da ist für jeden Geschmack was bei. Ich finde es total schön. Ich muss mir das jetzt in Ruhe nochmal durchlesen und dann werde ich das mit euch zusammen, die Seife und das Badesalz, mal herstellen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ihr habt euch hat es etwas Spaß gemacht zum Zugucken oder könntet euch Ideen, ja, oder war euch eine Anregung. Und ich bin schon total gespannt, das auszuprobieren. Ich muss jetzt leider noch warten und dann sehen wir uns im nächsten Video beim Herstellen der Seifen. Bis dann. Tschüss.